15 Jahre lang war Herbert Hainer als CEO maßgeblich für den außergewöhnlichen Erfolg von Adidas verantwortlich. Bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München am 15. November nun soll Hainer zum Präsidenten gewählt werden. Ein Porträt des designierten Nachfolgers von Uli Hoeneß. Ich werde versuchen, der Präsident aller Mitglieder, aller Fans und aller Sportarten vom FC Bayern München zu sein. Natürlich steht Fußball mit Abstand am stärksten im Fokus, aber wir haben mittlerweile eine Basketballmannschaft, die deutscher Meister geworden ist, die im europäischen Konzert bei den ganz Großen mitspielt, die unheimlich erfolgreich ist. Wir haben eine Schachabteilung, die in die Bundesliga aufgestiegen ist. Natürlich, das Licht kriegt Fußball und dann Basketball ab, aber der Club ist mehr und ich will schon versuchen, Präsident von allen zu sein. Wir alle wollen sportlichen Erfolg haben. Das ist überhaupt keine Frage. Wenn man Sportler ist, wenn man Athlet ist, dann will man auch gewinnen. Und natürlich wollen wir wieder mal die Champions League gewinnen. Natürlich will die Basketballmannschaft irgendwann in Europa ganz vorne mitspielen. Jetzt dann hoffentlich unter die letzten 8 in Europa zu kommen und irgendwann ganz vorne mitspielen. Und ich glaube, das ist auch gut. Das ist die Motivation, der Antrieb, den man haben muss. FC Bayern gegen Barcelona und wir gewinnen die Champions League, das wäre definitiv was, was mir gefallen würde. Wir haben ja heute nicht mehr einen Wettbewerb, der sich nur auf die deutsche Bundesliga bezieht, sondern wir haben einen Wettbewerb im europäischen Fußball, im internationalen Fußball. Und das sieht man jetzt gerade an den Transfersummen, die herumschwirren. Früher war unser Festgeldkonto, hat ein Alleinstellungsmerkmal gehabt. Heute zahlen sie für einen Spieler 220 Millionen. Also es wird sicherlich neue Herausforderungen auch an den FC Bayern München geben. Wollen wir in dem Konzert mitspielen? Wollen wir verstärkt auf die Nachwuchsförderung setzen? Wahrscheinlich wird das eine nicht ohne das andere gehen. Wie kann man versuchen, beides zusammenzubringen, dass wir auf der einen Seite investieren müssen, auf der anderen Seite aber auch gucken, dass wir nicht nur vom Transfermarkt abhängig sind? Und wie kann man in diesem ganzen globalen Zusammenspiel dann trotzdem Heimat und Grundpfeiler für seine Mitglieder und für seine Fans sein? Denn es gibt ja auch viele große Clubs, die sportlich erfolgreich sind, aber die keine Basis mehr für die Fans sind, sondern die, sagen wir im übertriebenen Sinne, ein zusammengekaufter Haufen an Fußballern sind, aber wo keine Verbindung mehr zu den Fans und zum Club da ist. Und dafür steht ja auch der FC Bayern München, dass er eben diese Verwurzelung hat. Und gerade Uli Hoeneß war ja da auch ein absoluter Verfechter, die Fans, die Basis, die Mitglieder mit einzubinden. Das ist nicht immer einfach, weil man eben viele Interessenslagen heute hat, aber ich glaube, das muss auch der Anspruch des Clubs sein. Ich glaube, dass auf der einen Seite der FC Bayern München immer alles tun wird, um eine attraktive Mannschaft zu stellen. Das sind wir auch unseren Fans, unseren Mitgliedern schuldig. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass wir nicht jeden finanziellen Wahnsinn mitmachen müssen. Und da gibt es auch Möglichkeiten dazwischen. Das hat der FC Bayern München auch in den letzten 10, 20 Jahren gut bewiesen, dass man erfolgreich ist, dass man wirtschaftlich sauber arbeitet. Es gibt wenige Vereine, die ein eigenes Stadion haben, das komplett abbezahlt ist und, das kennen sie alles. Und das, glaube ich, wird die Herausforderung der Zukunft sein. Wie gesagt, bei Transfersummen, da ändern sich auch täglich die Pegelstände und das muss man mal sehen, aber man muss es immer mit nach meinem Dafürhalten auch wirtschaftlicher Vernunft und Weitsicht betrachten. Also ich bin nach wie vor ein, würde ich mal sagen, Oldschool-Fußball-Fan. Wenn ich einen Fußball angucke, dann will ich erstmal, dass es rings um mich herum ruhig ist, damit ich das Spiel sehen kann. Und dann begeistere ich mich an einer tollen Situation, ganz egal, ob das ein Tor ist oder eine Abwehrsituation oder was auch immer, dann lebe ich 90 Minuten Fußball pur. Ich kann mich erinnern, als der junge Franz Beckenbauer angefangen hat zu spielen, mit seiner Leichtigkeit.
Vorher war es ja so, dass Fußball, auch Bundesliga-Fußball, zumindest so wie man es im Fernsehen gesehen hat, schon auch harte Arbeit war. Und dann kam dieser junge Kerl, Franz Beckenbauer, und hat mit einer Leichtigkeit gespielt. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit dem Cassius Clay damals im Boxen. Schwergewichtsboxen, das waren große, dicke, schwere Männer, die dann geboxt haben. Und dann kam dieser dünne Cassius Clay daher, der einfach viel schneller war auf den Füßen und Boxen auf eine ganz andere Art gezeigt hat und sehr erfolgreich war. Und so, glaube ich, war Franz Beckenbauer auch. Dass das immer mehr wurde mit den Geschäftsessen. Ich war ja dann fast jeden Abend unterwegs bei irgendwelchen Geschäftsessen im Ausland und hier. Und irgendwann habe ich mir gedacht, also das kann nicht sein, wenn ich da immer alles esse und dann auch noch Wein dazu trinke und ich trinke gerne mal ein Glas Wein auch, dann klappt das nicht mehr, weil ich will auch nicht aus der Form gehen. Und dann musste ich mich für irgendwas entscheiden und dann habe ich mich gegen das Dessert entschieden und für das Glas Wein. Ja, das wird mit zunehmendem Alter auch ein bisschen weniger. Aber früher war das immer so, ich hatte immer Laufschuhe. Ich war, wenn ich in Amerika war, immer der Erste im Gym um 5 Uhr morgens, weil ich dann nicht mehr schlafen konnte. Und dann bin ich gleich ins Fitnessstudio gegangen. Ja, das gehört zu meinem Rhythmus und auch zu meinem Wohlbefinden dazu. Wenn ich keinen Sport mehr machen könnte, das wäre schon ein schwerer Schlag ins Kontor. Naja, das ist ja dokumentiert durch Film, Funk und Fernsehen. Insofern wird es auch nicht keinen Sinn machen, das nicht zu erwähnen. Aber natürlich, ich meine, das zeigt ja auf der anderen Seite auch wieder die großartige Leistung des FC Bayern München. Wenn ich mich zurückerinnere, dass 1863 München Gründungsmitglied war in der Bundesliga und der FC Bayern München in der Regionalliga gespielt hat. Damals war ja 60 der Verein in München, wenn man sich das heute anguckt, dann zeigt es auf der einen Seite, dass man damals ja bei 60 München sicherlich auch hervorragenden Fußball gespielt hat. Die sind ja dann auch Meister geworden, 66. Aber wie sich eben die Entwicklung der beiden Clubs vollständig gedreht hat. Und das, glaube ich, ist allein dieses Bild zeigt die großartige Leistung des FC Bayern München und der handelnden Personen. Also meine erste Begegnung habe ich tatsächlich mit 1860 München gehabt, weil ich hatte einen Onkel hier in München, der hat mich an die Grünwalder Straße mitgenommen zum Fußball, damals zu 60. Aber ich kann nicht sagen, dass ich jetzt ein unheimlicher Fan von 60 gewesen wäre. Für mich war das halt toll, ich komme ja aus Dingolfing, 100 Kilometer weg von hier, dann in dem Stadion zu sein und eine Bundesliga-Mannschaft zu sehen. Aber Bayern, das hat mich irgendwie immer schon beeindruckt und vor allem dann, dass diese tolle Serie damals war und die Spieler, Beckenbauer, wir haben es ja gehabt, Müller, Meier und alles, was danach kam, das ist schon beeindruckend und eigentlich bin ich immer ein Bayern-Fan gewesen. Ich kann mich erinnern, damals ist ja die ganze Presse über den Uli Hoeneß hergefallen. Und ansonsten war auch Zurückhaltung in der Unterstützung für ihn da. Und ich habe mich immer auch öffentlich geäußert dazu und habe gesagt, ja, er hat einen Fehler gemacht, hat er auch selber eingestanden. Aber wenn man seine Lebensleistung anguckt, dann muss man das auch mal gegeneinander aufwiegen und was er an Positiven geleistet hat für den Verein, für die Gesellschaft. Dann darf man ihm auch mal eine Verfehlung zugestehen und noch dazu ist er dazu eingestanden und hat seine Strafe verbüßt. Ich fand es auch unheimlich toll, dass er nach dem Prozess sofort gesagt hat, okay, gut, ich bin jetzt verurteilt worden. Sein Verteidiger, wenn ich das recht im Kopf habe, hat er sofort gesagt, ja, wir gehen in die Berufung. Und er hat gesagt, nein, kommt überhaupt nicht in Frage. Ich trage dafür Verantwortung. Ich habe den Fehler gemacht und dazu stehe ich jetzt und das trage ich jetzt auch aus. Und das zeigt ja auch eine Geisteshaltung und eine Haltung, die ein Mensch hat. Und das ist wirklich, wirklich bewundernswert, das muss man ganz sagen. Ein Mensch, der so viel macht wie ein Uli Hoeneß ist, der macht natürlich auch mal den einen oder anderen Fehler. Aber da, wie gesagt, dazu ist er auch gestanden. Und das ist, was mir unheimlich imponiert. Und deswegen habe ich auch sofort gesagt, als es da war, wann gibt es eine Möglichkeit, dass ich ihn besuchen kann. Ich will wissen, wie es ihm geht und ich will ihm auch Zuspruch geben. Genauso gut war es umgekehrt, als unsere Tochter gestorben ist. Der Erste, der mich angerufen hat, war der Uli Hoeneß.
Und er hat mich gefragt, wie er mir helfen kann und was er tun kann. Und das ist, glaube ich, wirkliche Freundschaft. Wenn es uns allen gut geht, da haben wir viele vermeintliche Freunde um uns herum. Aber merken tut man das erst, wenn es einem mal wirklich schlecht geht, wer dann noch da ist und wer einem hilft. Und das macht für mich Freundschaft aus. Ich weiß nicht, ob es bei mir Erziehung ist oder ob es irgendwo in den Genen liegt. Ich habe ein unheimlich ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl. Ich bin keiner, der sich scheut, Kritik zu üben und auch deutliche Worte. Aber wenn jemand ungerecht behandelt wird, das finde ich absolut nicht angebracht. Ich bin auch der Überzeugung, dass man bei seiner Arbeit auch Spaß haben muss. Wenn die auf der Dauer der Spaß nicht da ist, dass sie gerne in die Arbeit gehen, dann sind sie auch nicht in der Lage, Höchstleistungen zu produzieren. Natürlich muss das Umfeld stimmen, das Monetäre, in welchem Unternehmen man arbeitet. Aber man muss auch mit Leidenschaft und Begeisterung zur Arbeit gehen. Nur dann ist man in der Lage, auch Höchstleistungen zu bringen. Man sagt mir auch nach, dass ich sehr bodenständig sei. Und dafür gehört auch dazu, zu meinem Dafürhalten, dass man sich selber auch reflektiert und sich auch selber nicht zu wichtig nimmt. Und jeder Mensch macht auch mal Fehler. Und ich finde das auch absolut okay. Ich bin nur stinkig, wenn einer denselben Fehler zweimal lernt, weil das zeigt, dass er nicht lernbereit und nicht lernwillig ist. Aber ansonsten, wer was macht, wer agiert, der macht auch Fehler. Ist im Fußball genauso. Wenn einer nur fünfmal im Spiel am Ball ist, dann hat er auch nicht viel Chance, einen Fehler zu machen. Wenn einer permanent den Ball fordert und permanent das Spiel gestalten will, dann macht er auch mal einen Fehlpass oder ein Dribbling, haut nicht so hin. Aber das ist derjenige, der am Ende auch entscheidet, ob gewonnen oder verloren wird. Der ist ihn lieber. Ja, absolut. Natürlich. Ich will kein Mitläufer sein. Ich glaube, dass man nur so sich weiterentwickeln kann. Wenn keiner mehr seine Meinung sagt, dann haben wir wirklich irgendwann einen Einheitsbrei und alle sagen entweder ja oder alle sagen nein. Aber so einfach ist die Welt ja nicht gestrickt. Und ich vergleiche das immer mit einer Fußballmannschaft. Sie wollen auch in der Fußballmannschaft unterschiedliche Spielertypen und unterschiedliche Charaktere haben. Sie brauchen welche, die das Spiel gestalten wollen. Sie brauchen welche, die auch vorangehen bei bestimmten Situationen. Und sie brauchen auf der anderen Seite aber auch Arbeiter, gute Teamspieler. Und es ist halt immer so, dass ein rechter oder linker Verteidiger nicht so viel Tore schießt wie ein Stürmer und deswegen auch nicht so viel Glanzlicht abkriegt. Trotzdem ist der genauso wichtig für ein Team und für den Erfolg des Teams. Und so muss es nach meinem Dafürhalten auch in einem Unternehmen sein. Ich glaube auch, dass das eine Parallele ist von Uli Hoeneß und mir. Wenn wir unter Druck stehen, dann laufen wir zur Hochform auf. Also ich glaube, es war zunächst mal unheimlich viel Anerkennung für den Uli Hoeneß da, für das, was er geleistet hat, aber auch, dass er sagt, okay, ich habe mir das alles überlegt und ich habe mich mal auch mit meiner Familie abgesprochen, ich will nicht ewig an dem Sessel kleben und deswegen habe ich mich so entschieden und ich bitte euch dafür auch Verständnis aufzubringen. Das war zunächst mal die Anerkennung. Und dann, glaube ich, war auch Erleichterung und Anerkennung da, dass es einen vernünftigen Übergang gibt. Ich bin ja das am längsten dienendste Aufsichtsratsmitglied bei Bayern München. Ich bin seit 2002, seitdem es mehr oder weniger die AG gibt, im Aufsichtsrat als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Ich habe den Aufsichtsrat selber auch 6 Monate geführt, als Uli nicht da war. Ich kenne natürlich den Club in- und auswendig und kenne die handelnden Personen im Aufsichtsrat. Und ich glaube, es gab keinen, der nicht der Meinung war, wenn Uli Hoeneß schon aufhört, dann ist es eine vernünftige Lösung, wie wir den Übergang geplant haben. Es ist zumindest, glaube ich, ein Job, der mit unheimlich viel Stolz und Ehre ausgefüllt wird. Präsident eines der weltgrößten Clubs zu sein, eines Clubs, der so viel Anerkennung in der Welt hat, der so treue Mitglieder und Fans hat, der so eine Unterstützung hat und nicht nur in Bayern, sondern ich habe das ja miterlebt, als ich in der Welt rumgereist bin. Das ist sicherlich eine große Ehre und da kann man stolz sein, wenn man dieses Amt ausfüllen darf.
eins muss man auch ganz klar sagen, der Uli Hoeneß ist nicht aus der Welt. Der wohnt 40 Kilometer weg von hier. Er wird nach wie vor der größte Fan des FC Bayern München sein, sowohl im Fußball, sowohl im Basketball. Sie haben es gerade gesagt, wir sind befreundet. Ich werde den Uli Hoeneß, soweit er es will, mit einbinden, in gerade beim Thema Basketball auch um Rat fragen. Das haben wir auch schon abgesprochen. Und da ist er ja die Triebfeder schlechthin gewesen, dass Basketball heute so dasteht. Und wenn ich diesen Ratschlag und diese Unterstützung auch noch umsonst kriege, weil ich wäre blöd, wenn ich es nicht annehmen würde. Ja, das ist natürlich unmöglich, dem Uli Hoeneß nachzufolgen, weil ich glaube, in seiner Art ist er einzigartig, wie er als junger Kerl, ich glaube mit 8 oder 29 wurde er Manager, wie er den FC Bayern aufgebaut hat, wie er die Dinge angepackt hat, wie offen er war, in die Welt hinaus zu gucken. Er ist, glaube ich, am Anfang gleich mal nach Amerika gereist, um sich anzusehen, wie andere Clubs das machen und nicht nur im Fußball, sondern auch in anderen Sportarten. Die Amerikaner waren ja in puncto Vermarktung immer ein bisschen weiter als wir. Und da kann man ja nur sagen, das ist einmalig, seine Lebensleistung und die Geschichte, die er mit dem FC Bayern München gemacht hat. Was uns eint, ist die Liebe zum FC Bayern München, die Leidenschaft für den Club und für Fußball. Und ich glaube, das ist schon mal ein gewichtiger Faktor. Ich habe sicherlich bei weitem nicht so viel Fußball-Sachverstand wie der Uli Hoeneß. Ich habe dafür 40 oder 15 Jahre ein großes Unternehmen geleitet. Ich war 40 Jahre im Berufsleben, auch bei internationalen Firmen. Ich habe 8 Jahre bei Procter & Gamble, einem großen amerikanischen globalen Konzern, gearbeitet und kann sicherlich da meine Erfahrung und meinen Wissensstand mit einbringen. Also ich werde, was immer auch möglich ist, tun, um dem Club zu helfen und zur Unterstützung. Und wenn mein Netzwerk und meine Verbindungen dazu beitragen, dann werde ich das natürlich nutzen, keine Frage. Ich werde mit Sicherheit so viel Zeit aufwenden, wie notwendig ist, um diesen Club hervorragend zu führen. Das ist überhaupt keine Frage. Und ich bin in der glücklichen Situation, dass ich auch die Zeit mir nehmen kann. Ich bin ja nicht mehr im aktiven Berufsleben, wie Sie wissen. Und natürlich ist es mein Bestreben, und das hängt auch mit meiner Persönlichkeitsstruktur zusammen, das so hervorragend wie möglich zu machen. Nochmal, verlieren ist keine Alternative. Ich glaube eben, dass Oliver Kahn zunächst mal hervorragend zum FC Bayern passt. Er hat hier über 10 Jahre gespielt, war einer der Erfolgsgaranten, war eine Identifikationsfigur beim FC Bayern München. Ich glaube, er vertritt das Gen FC Bayern, wir sind wir und wir wollen erfolgreich sein, besser als jeder andere. Hat den Fußball-Sachverstand, kennt den Club. Und insofern ist es nach meinem Dafürhalten wirklich eine unheimlich klasse Besetzung. Oliver Kahn bringt das ein, was ich nicht habe, diesen Fußball-Sachverstand auf höchster Ebene. Und ich glaube, dass ich durch meine Erfahrung im Unternehmensbereich und im Wirtschaftsbereich dem Oliver Kahn sicherlich den einen oder anderen Tipp geben kann, da ich das halt von der Pike auf gelernt habe, studiert habe und dann durch die Ausbildung von Procter sehr, sehr viel gelernt habe, was heute modernes Management und Unternehmensführung und Lenkung anbetrifft. Und da kann ich ihm sicherlich, wenn er den will, den einen oder anderen Tipp geben. Also erstmal finde ich den Club hier unheimlich toll. Das habe ich jetzt schon 2-3 Mal gesagt. Ich bin mit dem Club verwachsen, eben als Fan und dann als Aufsichtsratsmitglied seit 18 Jahren. Ich finde die handelnden Personen hier unheimlich professionell, leidenschaftlich. Und wenn man das sieht, was aus dem FC Bayern München entstanden ist, dann gab es für mich nur die Wahl, wenn ich die Chance habe, Präsident beim FC Bayern München zu werden.